Hallo, ich möchte gerne mal mit euch Roulette spielen, beziehungsweise euch an diesem Beispiel das Und-Ereignis A und B und das Oder-Ereignis A oder B erklären. Dazu gehört auch aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung der bekannte Additionssatz, womit man nämlich jetzt von einem Oder-Ereignis die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann. Und das ist ganz leicht, wenn wir uns das jetzt an einem bestimmten Beispiel anschauen. Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, dieses hier, wenn ihr hier drauf setzt, dann bedeutet das, dass eine rote Zahl fällt. Wenn ihr hier drauf setzt, dass eine schwarze Zahl fällt. Insgesamt gibt es hier 36 Zahlen und die 0 ist hier oben ein bisschen außen vor. Die ist eigentlich auch grün auf dem Feld, auf dem Roulette, in dieser Schale. Und ihr habt Pair, das sind die geraden Zahlen, Impair, die ungeraden Zahlen, Passé, das sind die hinteren letzten 18 Zahlen, also die zweite Hälfte der 18 Zahlen, der 36 Zahlen. Und dann habt ihr hier Manque. Manque bedeutet die ersten 18 Zahlen, also die erste Hälfte der Zahlen. Dann gibt es natürlich noch weitere Sachen. Hier gibt es noch, kann man noch auf die Kolonne setzen. Das bedeutet dann, man setzt auf diese ganzen Zahlen oder auf diese Kolonne. Das wären dann diese ganzen Zahlen. Oder man kann auf diese Kolonne setzen. Das wären dann diese ganzen Zahlen. Das nennt man Kolonne. Dann gibt es hier noch so Felder. 12P heißt das. Das ist das Première, also die ersten 12 Zahlen, das erste Drittel. Und die Wahrscheinlichkeit ist hier natürlich auch nur ein Drittel, dass das Ganze kommt. Während die Wahrscheinlichkeit hier bei Schwarz natürlich bei 1/2 liegt, da gibt es ja nur Rot oder Schwarz. Dann gibt es hier das Médiaire, das ist das mittlere Dutzend. Und dann gibt es hier Dernier, das ist das dritte, das letzte Dutzend. Genau, das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind hier jeweils 1/2 und 1/2. Hier auch 1/2 und 1/2 und hier auch 1/2 und 1/2. Bei der Kolonne entsprechend ein Drittel, bei der Kolonne natürlich auch und bei der Kolonne natürlich auch, weil es ja drei Kolonnen gibt. Und für die Dutzende ist es auch für jedes Dutzend immer ein Drittel, weil es ja nur 12 Zahlen sind, also 12 36. Und wenn ihr 12 36. kürzt, dann ergibt das ja genau ein Drittel. Gut, dann haben wir die wichtigsten Dinge schon einmal geklärt und dann können wir jetzt spielen. Das heißt, der Spieler A setzt auf Pair. Das heißt, hier legt der seinen Chip hin. Der Spieler B setzt auf Rot und legt hier seinen Chip hin. Oder auch mehrere Chips natürlich. Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Pair fehlt? Fällt. Die Wahrscheinlichkeit, haben wir gerade gesagt, ist 1/2. Die Wahrscheinlichkeit, dass B, das Rot fällt, ist auch 1/2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Und-Ereignis? Das ist jetzt ganz interessant. Das heißt, das sind ja jetzt die roten und geraden Zahlen. Das heißt, wir müssen jetzt aufs Spielfeld gucken und müssen gucken, wo ist rote Zahl und eine gerade Zahl. Und wenn man da genau hinguckt, dann ist die 1 ist rot, aber nicht gerade. Die 2 ist schwarz, aber nicht rot. Also, wo ist die erste gerade Zahl, die jetzt rot ist? Und dann sehen wir, das ist hier die 12, die 14, die 16, die 18 und dann erst wieder die 30 und dann die 32. Die 34 und die 36. Das heißt, wie viele Zahlen sind jetzt in diesem Und-Ereignis drin? Also sie sind rot und sie sind gerade. Und die können wir einfach auszählen. Das sind dann eben 8 von 36 Zahlen. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür 8 36. Jetzt können wir uns alle Zahlen anschauen, die hier in der Vereinigungsmenge sind. Das heißt, es sind alle geraden Zahlen, also die und die und die
oder alle roten Zahlen. Das heißt, die 1 gewinnt auch, die 3 auch, die 5 auch. Und jetzt können wir eben schauen, sie muss gerade oder rot sein. Das heißt, die 11, die gewinnt nicht. Die 13 nicht, die 14 gewinnt wieder, die 15 nicht. Die 16 gewinnt, die 17 nicht, die 18 gewinnt und so weiter. Jetzt könnte man die hier alle auszählen, aber da kommt jetzt der Additionssatz, den man anwenden kann, immer für die Wahrscheinlichkeit des Oder-Ereignisses. Und jetzt können wir einfach die einzelnen Wahrscheinlichkeiten addieren, also 1/2, das Ereignis von A, die Wahrscheinlichkeit von A, plus die Wahrscheinlichkeit von B, minus die Wahrscheinlichkeit von dem Schnittereignis. Also plus 1/2 von P von B, minus das Schnittereignis, minus 8/36. Und dann können wir es ganz leicht ausrechnen. Noch leichter natürlich, wenn wir statt 1/2 jetzt hier 18/36 schreiben. Und 18/36, das wären jetzt ja entsprechend 36/36. Und von denen ziehen wir 8. Dann hätten wir also noch 28/36. Und das wäre dann das Ergebnis für alle Zahlen, die wir jetzt hier nehmen können. Das heißt, wir können die auch nochmal zählen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Zahlen. Also kann man auch alle einzeln auszählen für das Oder-Ereignis. Genau, aber mit dem Additionssatz hier geht es immer ganz leicht. Okay, das war ein Beispiel zum Roulette-Spiel. Das war's, euch viel Spaß!